Hallo und herzlich willkommen bei Miga Caravan in Dingisbühl. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute mal direkt von einem Fahrzeug raus, weil mich persönlich das Fahrzeug richtig flasht. Ich stelle euch das vor und was wir hier entsprechend umgebaut haben. Hier haben wir natürlich auch eine richtige heftige Kapazität eingebaut und da ging es ja auch mal drum und das habe ich ja im letzten Video auch angekündigt, Lithium-Akku, nötig oder unnötig, Sinn oder Unsinn, darüber kann man sprechen. Da mache ich aber nochmals ein gesondertes Video. Ich bin der Meinung, heute ist ein Lithium-Akku definitiv schon eine Maßnahme, wo wichtig ist oder Sinn macht. Natürlich unter euch gibt es ganz viele Camper, die das nicht benötigen, verstehe ich auch voll und ganz, weil es auch noch die Camper gibt, die eben keine 230 Volt am Bord dabei haben, die Kaffee nur mit Gas machen und dann ist es alles rund, kein PC dabei haben, keine E-Bikes laden und, dann kann man das tun, dann ist es schick, dann ist es auch langlebig, auch zwei AGM-Batterien sind langlebig oder können langlebig sein, wenn man sie dementsprechend schont, aber vom Grundsatz her, in der heutigen Technik, wie jetzt auch bei dem Auto, was wir hier alles verbaut haben, was der Kunde mit dem Fahrzeug auch vorhat, ist Lithium schon unumgänglich, meiner Meinung nach. Ist auch preistechnisch nicht mehr ganz so schlimm, kostet natürlich ein bisschen mehr Geld, aber bevor man natürlich die AGM-Batterien ständig kaputt gehen, kann ich ja ohne Probleme mal eine Lithium investieren, weil die hält halt auch dann wesentlich länger und ist nicht so leicht kaputt zu kriegen, beziehungsweise geht einfach auch nicht kaputt, weil falsch machen kann man nicht, kann man nichts, weil geschützt durchs BMS, sprich Batterie Management System. Also von dem her ist für mich ein Lithium-Akku schon eine wichtige Geschichte beim Fahrzeug, gerade wie jetzt bei so einem. Kommen wir ganz kurz zur Kapazität. Hier in dem Fahrzeug haben wir jetzt 640 Amperestunden eingebaut. Jetzt sagt ihr wahrscheinlich, 640, muss kosten einen Haufen Geld, muss ja alles bezahlt werden. Für was braucht man denn so viel Strom? Kommt natürlich immer darauf an, was man mit dem Fahrzeug vorhat. Wie der Kunde hier möchte in dem Fahrzeug teilweise sogar leben, dann ist das schon eine wichtige Maßnahme. Wir haben hier Dachlüfter, wir haben hier LEDs, wir haben hier elektrische Geräte. Der Kunde hat Computer, Fotoausrüstung und so weiter. Alles soll funktionieren. Wir haben hier eine Gefrierbox, wir haben hier einen Kühlschrank, Kompressorkühlschrank. Nur mal rechnerisch, ein Kompressorkühlschrank pro Tag im Sommer roundabout 30, 35 Amperestunden. Also dann kommt nur ein gewisser Eigenverbrauch dazu, dann kommen noch ein bisschen Wechselrichterstrom dazu und so weiter. Ruckzuck sind wir bei 70, 80 Amperestunden pro Tag bei einem relativ kleinen Fahrzeug. Jetzt machen wir ein bisschen Föhnen, ein bisschen Kapselmaschine und. Und ganz schnell sehen wir, dass wir fast an die 100 Amperestunden kommen pro Tag. Habe ich jetzt wenig Dachfläche, wie auch bei dem Fahrzeug, kann ich natürlich keine riesen Solaranlagen verbauen. Und schon muss ich improvisieren und muss den Speicher erhöhen, um dass ich mehrere Tage autark stehen kann. Ja, wir haben Stellplätze mit Strom, natürlich, aber viele davon belegt, viele davon nicht gängig oder gehen nicht. Und gerade im Ausland habe ich erst jüngst in Spanien erlebt, über Weihnachten, gar nicht erst eingeschalten. Will aber dort stehen, Stellplatz vorhanden, überfüllt und. Also so eine Autarkie, wenn man da leben möchte, macht schon Sinn. Aber wie gesagt, darüber mache ich nur ein extra Video. Jetzt lange kurze Rede sind. Schauen wir uns das Auto mal im Detail an und ich freue mich drauf. So sieht das Ganze aus. Das haben wir alles hier verbaut. Eine Kombi. Also hier haben wir das Campernet, das habe ich ja gerade schon erwähnt. Ne? Den Campernet, den Ruder. Dann haben wir hier unser Kombi, wo wir verbaut haben. Dann haben wir hier unseren Ladebooster, wo wir verbaut haben. Dann haben wir unseren Multitaster, wo wir verbaut haben. Dann haben wir zweimal 320 Amperestunden Icepack Zyklon verbaut. Dann haben wir eine Wasserdesinfektion verbaut, Solarregler verbaut und haben eine Supersense verbaut. Solarregler haben wir zwei verbaut, weil hier hinten hat der Kunde noch eine Solartasche bekommen. Da haben wir noch so eine Solartasche hingemacht, damit der Kunde auch dementsprechend laden kann.
Wo haben wir die hingemacht? Das zeige ich euch. Da schauen wir jetzt einfach mal kurz aus dem Fahrzeug raus. Finde ich nämlich auch eine tolle Geschichte. Wir haben das Ganze in den Motorraum gemacht. Und das muss ich sagen, ist eine tolle Geschichte, weil hier hat man nämlich genügend Luft, ne? Also hier an den Scheinwerfern hat man genügend Luft, wo man dementsprechend ohne Probleme hier Kabel durchziehen kann. Und hier haben wir den Stecker fest montiert, natürlich alles beschriftet anständig, damit auch keine Verwechslung herrscht. Hier wird die Solartasche einfach angesteckt, wenn das Auto steht. Man geht dann hier durch das Loch durch, lässt das Kabel hier raushängen, macht die Motorhaube zu und schon ist es safe und keiner kommt da mehr ran. Also alles in allem wirklich eine gute Geschichte. So, aber wo haben wir denn jetzt unsere ganzen Geräte verbaut? Weil hier im Fahrzeug ist natürlich relativ wenig Platz. Hier haben wir unsere Akkus verbaut. Das zeige ich euch auch mal ganz kurz. Die haben wir jeweils unterm Sitz verbaut. Da kommen auch noch die Blenden davor. Die haben vor dem Fahrzeughersteller her noch gefehlt. Die waren alle noch nachgeliefert. Dann kommen die da drunter. Hier haben wir den einen Akku und hier haben wir den anderen Akku. Jeweils einen unter jeweilig den Sitz. Und jetzt zeige ich mal euch, wo die andere Geschichte versteckt ist. Hier sind wir auf der Fahrerseite und hinter der Fahrerseite haben wir ja gleich das Badezimmer. Und hier hinterm Sitz und an der Wand haben wir unsere Gerätschaften verbaut. Das ist ein toller Platz gewesen. Wir haben den ganzen Kasten hier gebaut. Dementsprechend, damit man rankommt an die Geräte, haben wir die ausgeschnitten, damit es sauber ausschaut. An die Dinge, wo man nicht mehr rankommen muss, haben wir da unten natürlich gemacht. Das zeige ich euch. Da haben wir hier so eine Klappe, die macht man auf. Dann kann man hier rein und kommt an die wichtigsten Dinge ran. Da haben wir Verteiler gesetzt. Da hinten ist der Booster drin und so weiter. Jetzt laufen wir nochmal außen rum und zeige euch das, wie das von der anderen Seite ausschaut. Und das finde ich nämlich eine ganz tolle Geschichte. Da haben wir eine super Lösung gefunden. Das haben wir mit dem Kunden zusammen ausgearbeitet. Muss ich wirklich sagen, ist eine geschickte Lösung. Haben das hier hin verbaut. Jetzt gehen wir mal von der Seite hier rein. Ihr seht's. Wenn der Sitz dann hinten ist, dann fällt das hier überhaupt nicht auf. Haben wir sauberes Lüftungsgitter hier reingemacht und das alles sauber hier unten verkabelt. Unten drunter und dementsprechend eingebaut. Und das ist schon eine mega tolle Geschichte, muss ich sagen. Das ist richtig toll. Haben technisch 0,0 Probleme, haben zwei Solarpaneele aufs Dach gemacht und dann noch den Solarregler für die Solartasche, den Ladebooster. Und hier seitlich haben wir den Knopf für einen Multitaster. Das ist unser Multitaster. Also alles in allem. Ein mega geiler Einbau, richtig schön rund, schaut klasse aus, super geworden und wir freuen uns schon mega, wenn wir das Fahrzeug den Kunden übergeben dürfen. Mega mobil der besonderen Art. Also für mich ist das ja genau mein Auto und jetzt möchte ich mal ganz kurz auch auf den Grundriss eingehen. Wenn wir mal das Fahrzeug betreten, dann sehen wir gleich von hinten einen ganz anderen Grundriss, was beim Kastenwagen eher untypisch ist, nämlich eine Hecksitzgruppe. Das ist ja was, was ich total leiden kann. Hecksitzgruppen stehe ich absolut drauf, weil es einfach gemütlich ist. Oben drüber haben wir das Hubbett, wo man ja tagsüber eigentlich nicht braucht und somit sich immer schön nach hinten reinkuscheln kann. Und das ist halt schon echt eine super Sache. Das Hubbett einfach runterlassen und dann kann man ins Bett gehen, schieben wir wieder hoch, geht elektrisch und dann haben wir unten wieder die Möglichkeit, uns sauber in die Ecke zu kuscheln. Ich mag das unwahrscheinlich, ist eine tolle Geschichte und das Fahrzeug umzubauen war uns echt ein Vergnügen. Natürlich auch ein bisschen tricky, Platz. Das ist natürlich so ein bisschen der Nachteil dran, da musste man ein bisschen improvisieren. Da haben wir den großen Kühlschrank drin. Hier haben wir die ganze Küchenzeile, natürlich ein bisschen Schränkchen und so weiter, also echt schön gemacht. Ich finde es richtig klasse, was man da alles in dem Fahrzeug an Wohnlichkeit darstellen kann. Also ich persönlich, wie gesagt, bin ein großer Freund davon. Ich finde es richtig, richtig klasse in der Kuschelecke da hinten, Hecksitzgruppe,
genau mein Ding. Also muss ich ganz ehrlich sagen, absolut mein Ding. Hier oben haben wir die Bedieneinheit, unten haben wir die Heizung drin. Da ist natürlich schwierig, was unterzubringen. So müsste man platztechnisch für Akku und Wechselrichter echt zaubern. Auf der anderen Seite war auch kein Platz mehr drin. Naja, dann lasst euch mal überraschen, wie wir das gelöst haben. Jedenfalls muss ich sagen, es ist schon tricky, weil wir mussten natürlich effektiv ein bisschen zaubern, um anständige Lösungen zu finden, wo wir unser ganzes Equipment hinbauen. Das war nicht ganz so einfach, aber wir haben eine entsprechende Lösung gefunden. Ging schon los mit dem Display, weil da mussten wir die ganzen Stecker neu anordnen. Das sehen wir hier. Da haben wir die zwei Dosen waren erst in daneben, also das waren drei Stück nebeneinander, aber das Bedienteil musste rein, also haben wir die zwei Dosen versetzt und haben dann entsprechend das Ganze umgemodelt. Da haben wir nämlich ansonsten keinen Platz mehr gehabt. Oben haben wir den Ruder verbaut, das ging dann schön. Hier haben wir das Display, also kommt man überall hin, ist sauber gelöst und dann kann man den Wechselrichter schön steuern. Aber ja, der Router da oben ist auch gut installiert mit 12 Volt. Das passt gut da rein, weil ein Fernseher kommt jetzt in dem Fall nicht rein. Also ist das in dem Fall eine tolle Geschichte. Da hinten haben wir dann noch die Solartasche liegen. Die haben wir auch noch integriert. Da zeige ich euch, oder habt ihr ja gesehen, wie. Die wird dann da dementsprechend einfach noch angesteckt. Hier haben wir die ganzen Bedienungsanleitungen. Hier haben wir zum Beispiel auch die Nightbreaker eingebaut. Dann haben wir hier noch unser Dashcam, wo wir verbaut haben. Auch die musste Platz finden. Und ja, hier vorne sehen wir es, wo wir es hingesetzt haben. Also wirklich alles in allem ein super geiler Umbau. Und ich muss sagen, hat richtig Spaß gemacht. Tolles Auto, wäre genau mein Ding. Ich bedanke mich bei euch. Ich hoffe, das Video war für euch auch interessant. Mir hat der Umbau hier megamäßig Spaß gemacht und ich freue mich jetzt schon drauf, das Fahrzeug den Kunden übergeben zu dürfen. Da stecken auch viele Emotionen drin. Die möchte ich jetzt hier so nicht detaillieren und da bin ich wirklich, wirklich glücklich drüber und ich freue mich drauf, den Kunden das Fahrzeug übergeben zu dürfen. Und ich wünsche Ihnen natürlich auf seinen Reisen wunder viel Spaß. Das Fahrzeug ist nagelneu und er fängt jetzt gerade erst an und hoffe, dass er schöne Momente trotz alledem in dem Fahrzeug verbringt und natürlich an uns denkt, wenn er die Technik hat und alles schön funktioniert. Wir haben das Ganze natürlich, das habe ich im letzten Video auch mal erklärt, dokumentiert. Wir haben unsere neuen Karten, unsere Kundenkarten, wo die Einbauten alle dokumentiert werden. So kann der Kunde, wenn er auch auf Reisen ist, immer nachgucken und muss den ganzen Stapel hier nicht immer parat haben, wird mal nass und so weiter. Kann auch die bebilderte Situation sehen, wie wir den Einbau durchgeführt haben, sieht sofort, wo jede Sicherung ist. Und kann sich dadurch natürlich auch viel selber helfen. Nichtsdestotrotz haben wir immer unsere Telefonnummer drauf, wo er uns dann anrufen kann. So Leute, ich sage ganz lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich aufs nächste Video, was in einem kürzeren Abstand wieder folgen wird. Ich gebe mir wieder größte Mühe, bloß Januar viel, viel zu tun. Inventur und. Muss ich gar nicht alles aufzählen, aber wir bleiben jetzt wieder am Ball. Ich wünsche euch jedenfalls noch eine schöne Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen und passt auf euch auf und wir sehen uns im nächsten Video. Halt, stopp! Über ein Like freue ich mich, wie über ein Abo und wenn ihr ganz verrückt seid, noch die Glocke drücken. Also, ciao, ciao, euer Micha. Bis zum nächsten Video.